Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ankiza von Noradi Fotografie. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, denn im heutigen Video geht es um die Kameras, um die Objektive, weil ich immer wieder gefragt werde, Ankiza, welche Kamera soll ich kaufen, welches Objektiv passt denn jetzt? Und diese Frage für mich als außenstehende Person ist extrem schwer zu beantworten. Einfach aus dem Grund, es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Was möchtest du denn fotografieren? Wie ist dein Umfeld? Wie viel Licht hast du zur Verfügung? Fotografierst du draußen? Fotografierst du drinnen? Das spielen so viele Faktoren eine Rolle. Vor allem, was für ein Foto möchtest du denn überhaupt machen, weißt du? Das sind halt einfach so viele Faktoren, wo ich als Außenstehende dir diese Frage so schwer beantworten kann. Aber was ich machen kann, ich kann dir erzählen, was ich in mir in den alten Jahren, welche Kameras ich mir gekauft habe, welche Objektive ich mir gekauft habe und vor allem, was ich mir dabei gedacht habe, als ich es mir gekauft habe. Und ja, also darum geht es im heutigen Video. Ja, und ich habe mir Notizen gemacht, es liegen doch ein paar Jahre zurück und ich habe mich wirklich auch erinnern müssen, hey, wieso hast du das damals gemacht und so weiter. Ob das jetzt richtig war, wie ich es gemacht habe, möchte ich gar nicht sagen. Ich habe das einfach für mich, weil es in dem Moment sich richtig angefühlt hat, habe ich es auch so gemacht. Und mein allererstes Fotoshooting im Jahr 2011 mit meiner Freundin, da habe ich ihre Kamera ausgeliehen gehabt. Das war eine einfache Kompaktkamera, ich glaube Olympus oder irgend so etwas. Und da habe ich die ersten Fotos gemacht. Und da war auch der Moment, wo ich gesagt habe, hey, das ist cool, das gefällt mir, das möchte ich machen, ich brauche eine Kamera. Nur war das damals so, meine Umstände waren damals so, mein Budget war gleich null. Einfach aus dem Grund, wir waren damals im Jahr 2011, mein Mann und ich hatten gerade die Ausbildung fertig. Ich war mit meiner zweiten Tochter noch zu Hause in der Karenz und da habe ich einfach nicht viel Geld zur Verfügung gehabt. Wollte aber unbedingt fotografieren und bin dann einfach zum Mediamarkt gegangen und habe mir die günstigste Kamera, Spiegelreflexkamera gekauft, die ich gefunden habe. Und das war damals die Canon 1000D und sogar mit dem Zweitobjektiv, was ich nie verwendet habe, war auch noch mit dabei. Das hat, glaube ich, gekostet um die 350 Euro. Also wirklich was ganz, ganz Günstiges. Ich habe aber mit dieser Kamera sogar meine Ausbildung gemacht beim Wifi. Also war das schlecht? Nein, für den Einstieg. Es war super, einfach für mich herauszufinden, wieso soll ich am Anfang gleich einige tausend Euros, da habe ich auch gar nicht gehabt, aber wieso hätte ich das machen sollen, wenn ich gar nicht damals gewusst habe, so fix gewusst habe, hey, ich werde das mal beruflich machen, ich werde das mal. Es war einfach damals, ich will das ausprobieren, ich will die Kamera lernen. Und deswegen war das auch vom Budget her für mich voll in Ordnung und eben auch die Kamera tut, was sie soll. Sie macht Fotos, ich kann die Einstellungen lernen, ich kann lernen, die Blende einzustellen, die Verschlusszeit einzustellen und so weiter. Und für den Anfang war sie wirklich einfach für mich perfekt. Wo habe ich dann gemerkt, okay, ich bleibe dann stehen. Ich habe dann gesehen, das Objektiv, das Gitterobjektiv, was oben ist, das hat nicht wirklich eine große Leistung. Es ist halt einfach nur ein, ich würde jetzt so sagen, wenn ich jetzt gemeint sagen würde, ein Spielzeugobjektiv aus meiner Sicht heraus. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche was Besseres. Und dann, wo ich dann weiter investiert habe, war in eine 50 mm Festbrennweite mit einer Offenblendig. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich offenblendig fotografiert. Und das war, als ob ich die Fotografie neu entdecken würde für mich. Es war einfach nur wow. Offenblendig ist einfach was ganz anderes zu fotografieren, als wie mit einer geschlossenen Blende. Und mit der Tiefenschärfe zu spielen, also jeder Fotograf kennt das das erste Mal. Das ist echt der pure Wahnsinn gewesen. Und deswegen ist halt auch meine Empfehlung immer, hey, nimm dir die Festbrennweite, die 50 mm Objektiv. Nur weil ich diese Erfahrung gesammelt habe. Ob die jetzt wirklich das Richtige für dich ist, das weiß ich leider nicht. Denn ich habe mit der Zeit dann herausgestellt, ich habe mir das alles notiert, damit ich nichts vergesse, ich habe nur einen kleinen Raum zur Verfügung gehabt. Und die 50 mm waren auf meiner, damals auf der 1000D, einfach mit, durch den Kropffaktor eigentlich mehr ein 75 mm Objektiv und nicht ein 50 mm. Das heißt, es war ein leichtes Tele da. Und in einem kleinen Raum, da kommst du an deine Grenzen, wenn du Ganzkörperfotos machen möchtest, geht das nicht mehr. Okay, dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Und ich schaue nochmal nur nach, was ich da gemacht habe. Genau, dann habe ich gedacht, okay, ich brauche ein Weitwinkelobjektiv. Ich brauche ein Weitwinkelobjektiv, damit ich auch Ganzkörperfotos machen kann. Das war halt damals der Gedanke. Und habe mir gedacht, okay, ich muss sowieso was Neues kaufen, kaufe ich mir gleich eine neue Kamera dazu, was etwas Besseres. Und dann habe ich im Angebot gesehen gehabt, die Canon 60D mit dem Objektiv EF24 bis 105 mm, also ein Profi-Objektiv. Das war das erste Mal, dass ich auch mit dem Profi-Objektiv fotografiert habe. Und ich muss auch sagen, bei der Bildqualität ist das der pure Wahnsinn gewesen. Also der Unterschied zwischen der Canon 1000D mit dem Kit-Objektiv oder mit dem 50 mm Objektiv
mit der Qualität vergleiche, mit der 60D und der Canon 24 bis 105 mm, war der pure Wahnsinn. Also das war echt für mich wieder was ganz, ganz Neues. Und ich habe erst gewechselt, wo ich wirklich meine Kamera ausgestüpft habe, mit dem Kit-Objektiv, wo ich wirklich alles gelernt habe. Erst dann ist der Wechsel stattgefunden. Also ich habe nicht vorher einfach irgendwie wahllos gekauft, sondern ich habe wirklich ausprobiert und geschaut, hey, da und da passt es für mich. Und ja, auf jeden Fall hatte ich ja dann mein Profi-Objektiv mit einer Halbformatkamera, also eine Halbprofi-Kamera nennt man, sagt man so dazu. Und irgendwann einmal, also nicht lange Zeit, eigentlich war das noch im selben Jahr, deswegen sage ich, die Canon 60D war für mich selber eigentlich ein Fehlgriff, weil im selben Jahr bin ich dann doch drauf gekommen mit der ISO. Ich will sogar mit der ISO hochgehen, ich habe damals auch noch Dorfen und Hochzeiten fotografiert und in der Kirche bin ich einfach, ich bin halt eine Person, ich gehe nicht gerne so hoch mit dem ISO. Für mich war das bei der Canon 1000D maximale 400 auf ISO, für mich persönlich. Und bei der 60D wollte ich eigentlich nie mehr als 800, damit ich nicht zu viel Rauschen habe. Das war einfach damals mein Gedanke dazu. Und bin dann, habe mir gedacht, okay, ich brauche jetzt ein Profi-Objektiv, ich brauche eine Vollformatkamera, wo ich einfach die ISO mit der ISO höher gehen kann. Und habe mir dann die 5D Mark III gekauft und war dann eigentlich total glücklich damit. Ich habe jetzt meine Profikamera und ein Profi-Objektiv gehabt. So, was hat dann gefehlt? Mit der Zeit habe ich dann nämlich festgestellt, ich würde so gern wieder offenblendig fotografieren, aber die 50 mm, das war ja das günstigere Modell, hat nicht mehr so eine tolle Qualität wie natürlich ein Profi-Objektiv. Okay, was mache ich jetzt? Ich möchte unbedingt offenblendig fotografieren und ich möchte auch nicht auf den Weitwinkel verzichten. Ich habe mich ja schon gewöhnt an den Zoom. Und ich dachte, okay, was mache ich jetzt? Und bin dann gewechselt auf den 24 bis 70 mm. Auf der Canon 24 bis 70 mm, wo ich die Blende bei 2,8 aufmachen kann. Und das war dann eigentlich das, was ich für mich persönlich genau richtig war. Ich hatte jetzt eine Canon Mark III mit dem Objektiv 24 bis 70 mm mit einer Offenblende 2,8. So, habe damit dann auch fotografiert. Irgendwann einmal, also ein paar Jahre später, ist dann die Canon Mark IV rausgekommen. Oder irgendwann noch später, also nachdem sie schon länger auch draußen war, habe ich einmal zu meinem Mann gesagt, hey, mir wird es ja gar nicht leid, wenn meine Kamera kaputt gehen würde, weil dann hätte ich einen Grund, mir eine neue Kamera zu kaufen, und zwar die Canon Mark IV. Und ja, ein Monat später hat sie mir mein Mann gekauft als Geschenk und seitdem fotografiere ich auch mit der Canon Mark IV und dem Objektiv 24 bis 70 mm. Und bin damit eigentlich total glücklich. Für mich gibt es keinen Grund zum Wechseln. Sie erfüllt eigentlich alle meine Wünsche, die ich habe. Eben, ich kann mit dem ISO mal höher gehen, ich habe einen Weitwinkel drinnen, ich habe auch ein Tele dabei. Also es ist alles für mich einfach momentan, eben mit der Umgebung und alles, auch total passend. Ja, so, ich bin inzwischen so, dass ich gerne die neueste Technik mag, ausprobieren möchte vor allem. Und ich überlege momentan, mir die Canon R5 zu kaufen mit einer 50 mm Festbrennweite. Und das will ich jetzt erklären. Wieso will ich jetzt vom Zoom auf die Festbrennweite? Wieso habe ich diese Überlegung? Es geht eigentlich nur, weil ich überlege, wieder mehr Outdoor zu fotografieren. Und eine Festbrennweite, gerade im Outdoor-Bereich, kann man nicht vergleichen wie mit einem Zoom-Objektiv. Das sind ja wieder wirklich liegt einiges dazwischen. Und das ist halt meine Überlegung fürs nächste Jahr wahrscheinlich, dass ich mir das zulegen werde. Und bin dann auch gespannt. Werde natürlich auch hier berichten, wenn ich sie habe, wie sie ist und ob ich sie empfehlen kann und so weiter. Nachdem ich mir einige Videos angeschaut habe zu der R5 und in die habe ich mich schon verliebt. Also irgendwann einmal, denke ich, wird sie bei mir sein mit einer Festbrennweite. Und bin schon echt gespannt drauf. Ja, das ist halt mein Gedanke dazu, zu den Kameras, also was ich halt mir gekauft habe und wieso ich es mir gekauft habe. Was Wichtiges sagen muss, ist, du solltest immer eine Ersatzkamera, ein Ersatzobjektiv da haben. Also verlass dich bitte nicht auf eine Kamera, verlass dich bitte nicht auf ein Objektiv. Mir ist das zum Beispiel letztes Jahr mitten in den Weihnachts-Mini-Shootings passiert, dass mein Objektiv einfach den Geist aufgegeben hat, einfach nicht mehr funktioniert hat, einfach so. Und das war mitten im Fotoshooting. Ich habe zum Glück gleich das andere Objektiv bei mir gehabt, habe gleich wechseln können
Und das möchte ich dir sagen, das ist ganz, ganz wichtig, dass du unbedingt eine Ersatzkamera und ein Ersatzobjektiv hast, wenn etwas ist, dass du gleich den Zugriff dazu hast. Und das ist eben auch durch meine Erfahrung, kann ich das wirklich weitergeben. So, und bevor ich mich verabschiede, ist mir noch eine wichtige Sache eingefallen, die ich vergessen habe zu erwähnen. Die Marke der Kamera ist eigentlich ganz egal. Es ist nur wichtig, was zu dir passt, was dir einfach gut in der Hand liegt. Und ob jetzt eine Canon oder eine Nikon oder ein Sony besser ist, nein, es ist einfach für dich, finde es für dich heraus, welches du magst. Bei mir war es einfach der Grund, wie ich damals schon erzählt habe, dass einfach die Canon die günstigste war, die ich gesehen habe. Und ich habe bis jetzt einfach noch nie einen Grund gesehen, einen Systemwechsel zu machen. Habe bis heute auch nicht vor, einen Systemwechsel zu machen. Das ist aber nur mein eigenes Empfinden. Das heißt nicht, dass jetzt Canon besser ist als eine andere, als eine Nikon oder als eine Sony oder keine Ahnung welche noch. Das sollte ich noch unbedingt dazu sagen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wirklich, dass es das eigentlich keine große Rolle spielt. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest dir einfach etwas für dich mitnehmen. Wenn du Fragen hast, melde dich gern bei mir. Und ja, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und lass mir gerne ein Like da. Und wir sehen uns bald wieder nächste Woche. Bis bald!